Ich begrüße Sie sehr herzlich zu einem neuen Phoenix Forum Demokratie. In unserer Reihe Forum Demokratie beleuchten wir politische Prozesse aus historischer Perspektive. In diesem Jahr folgen wir im Forum Demokratie der Jahreszahl 9 durch das vergangene Jahrhundert. Denn oft vollzogen sich in diesen Jahren Wegscheiden der Demokratieentwicklung in Deutschland. Nachdem wir auf unserer Zeitreise bereits in den Jahren 1919, 1929 und 1949 Halt gemacht haben, reisen wir heute zurück in das Jahr 1969. Dem Jahr, in dem erstmals ein Mensch den Mond betrat und erstmals ein Sozialdemokrat deutscher Bundeskanzler wurde. Wir wollen fragen, ob es sich um einen echten Epochenwechsel in der deutschen Politik Ende der 60er Jahre handelte, wie er entstand und wie die 68er-Bewegung die Gesellschaft veränderte. Denn bis heute ist die Bewertung der 68er umstritten. Und ich begrüße sehr herzlich bei uns Heidemarie Wiczorek-Zeul, ehemalige Bundesministerin für wirtschaftliche Entwicklung der SPD und auch ehemalige JUSO-Vorsitzende, Bundesvorsitzende. Ich begrüße sehr herzlich Diana Kinnert, Autorin, Unternehmerin, CDU-Mitglied und mit Jahrgang 1991 kennen Sie die 68er-Bewegung nur aus den Geschichtsbüchern oder von Erzählungen. Ich begrüße sehr herzlich den Politikwissenschaftler Dr. Wolfgang Kraushaar. Sie gelten als absoluter Kenner der 60er Jahre und dieser Bewegung, die dort entstand. Und ich begrüße sehr herzlich, wie so oft in unserer Reihe an unserer Seite, den Historiker Manfred Görtemarker von der Universität Potsdam. Herzlich willkommen an Sie alle. Herr Görtemarker, ausgehend von der Prämisse, die Wegscheiden der Demokratieentwicklung zu beleuchten, war das Jahr 1969 epochal und folgte daraus wirklich hinreichend Neues aus diesem Jahr? Das Wort Epoche ist natürlich ein großes Wort, aber es war eine wichtige Zäsur und zwar gleich in doppelter Hinsicht. Zum einen gab es natürlich einen Regierungswechsel 1969, den Übergang von der Großen Koalition zur Sozialliberalen Koalition und mit der Kanzlerschaft Willy Brandts begann tatsächlich etwas Neues. Zum anderen gab es aber auch in der internationalen Politik eine wichtige Veränderung, denn nun erst begann die Entspannungspolitik zwischen Ost und West und damit auch die neue Ostpolitik der Bundesregierung und das waren zwei ganz wichtige Veränderungen. Wobei ich aber noch einen Schritt weiter gehen würde, was die Bundesrepublik anbetrifft, besteht die Veränderung nicht nur in dem Regierungswechsel von 1969, sondern es hat sich seit Mitte der 60er Jahre eigentlich eine grundlegende Veränderung auch im Werteverhalten der Deutschen angebahnt und zwischen 1965 und 1975 etwa verändert sich die Bundesrepublik komplett. Und insofern ist es tatsächlich eine ganz wichtige Zäsur, die kaum hoch genug bewertet werden kann. Herr Dr. Kraushaar, ist es richtig, dass wir uns das Jahr 69 ausgesucht haben oder hätten wir uns lieber das Jahr 68 aussuchen sollen? Das kann man so und so sehen. Ich habe damit insofern keine Schwierigkeit, als ich ohnehin, wenn ich von 1968 und der 68er-Bewegung spreche, von den Jahren von 1967 bis 69 spreche. Das heißt, es geht nicht einfach nur um das abstrakte Jahr 1968, sondern es geht um einen Bewegungszusammenhang, der meiner Einschätzung nach 2,5 Jahre angedauert hat. Und diese Bewegung, die man auch als außerparlamentarische Opposition, als APO damals bezeichnet hat, die ging zu Ende mit der Bildung der sozialliberalen Koalition. Also insofern sind wir mitten im Jahr 1969 angelangt und bei den Fragen, die Sie eben aufgeworfen haben. Frau Wiczorek-Zeul, lassen Sie uns mal so ein bisschen in die 60er Jahre ein bisschen tiefer eintauchen. Die Jugend oder die Generation, die da zu dieser Zeit jung war, galt Mitte der 60er eigentlich eher als ein Stück weit unpolitisch. Haben Sie das auch so empfunden, obwohl man ja heute aus der Retroperspektive sagt, dass es eine sehr politische Jugend war? Wie war das damals? Also man kann es am besten natürlich durch die eigene Erfahrung auch sagen. Ich würde überhaupt nicht sagen, dass sie unpolitisch waren, sondern ich habe erwähnt oder erwähne es jetzt nochmal, ich bin zum Beispiel geprägt worden durch die Auschwitz-Prozesse, die der damalige hessische Generalstaatsanwalt Fritz Bauer von 1963 bis 1965 durchgeführt hatte und die er mit uns an der Universität diskutiert hat. Das heißt, die Frage, welche Barbarei hat stattgefunden und welche Verantwortung der Deutschen dafür gab es und was musste überwunden werden? Das war in diesen 60er Jahren schon relevant. Insofern ist eigentlich die Phase vor 68 und auch vor 69 interessant. Und ein zweiter Punkt, der mir natürlich auch besonders auffällt, das war ja auch die Phase, in der zum Beispiel die Frauen zum ersten Mal
ihre sexuelle Selbstbestimmung entscheiden konnten. Vorher war die Frage eigentlich nur eine von Männern. Und Frauen wurden, ja, so ab Anfang der 60er Jahre, konnten dann auch selbst entscheiden, was Männer niemals machen mussten. So, und das prägt natürlich auch Veränderungen und ist auch eine wirkliche Vorbereitung wirklich von der kulturellen Revolution. Und dann ist natürlich eigentlich auch die gesamte Bewegung, die der Vietnamkrieg zum Beispiel international ausgelöst hat. Und wie gesagt, es eben auch kulturelle Veränderungen, die ja eigentlich in allen Ländern existiert haben. Bei uns aber natürlich noch mal festgemacht an der Frage, dass jemand früher ja, Berater oder Kanzleramtschef im Kanzleramt sein konnte und der Nazi, der die Nürnberger Rassengesetze kommentiert hatte, dass jemand in einer solchen Funktion sein konnte, das war eine solche Provokation für uns alle. Und insofern ist die Wahl von Willy Brandt eigentlich auch 1969, dass jemand, der aktiv Widerstand gegen die Nazi-Barbarei geleistet hatte, der ins Exil gegangen war, Kanzler in Deutschland werden konnte. Das hat meines Erachtens eine ganze Generation von Jugendlichen mit dem Land versöhnt. Sie sind 1965 in die SPD eingetreten. Was war denn da der Impuls? Ein paar Dinge haben Sie vorher schon genannt. War es letztendlich dieser wissenschaftliche Impuls, dass Sie sagten, ja, Fritz Bauer war derjenige, welcher ja mich dahin geführt hat? Oder? Es war, glaube ich, die verlorene Bundestagswahl 1965, wo ich dachte, also jetzt muss man aber wirklich aktiv werden. Das ist ja bei Frauen manchmal so, dass die sagen, jetzt will ich aber doch was tun, damit sich's ändert. Und dass natürlich das dann relativ schnell zur Großen Koalition 1966 kam, das war jetzt nun nicht so meine Idealvorstellung, um es höflich auszudrücken. Und deshalb, wie gesagt, war 69 dann eigentlich der zu Recht bestehende Bruch. Okay, Nat, war das bei Ihnen auch so der Impuls, dass Sie sagten, die Politik läuft schlecht, deswegen engagiere ich mich? Und würden Sie sagen, Sie sehen, wenn Sie die 68er jetzt so aus den Geschichtsbüchern betrachten, eine Parallele zu der heutigen Zeit? Also mein Engagement hat mit 17 angefangen, nicht direkt aus einem Protestgrund, sondern eher aus so einer relativ zahmen Bürgerpflicht, dass ich gesagt habe, ich möchte mich in der Partei konstruktiv mit irgendwie geltend machen. Ich finde einen direkten Vergleich zu heute zu waghalsig, aber deshalb, weil ich finde, dass die Auseinandersetzung mit der Nazi-Vergangenheit in der Historie so eine Brisanz hat und so eine Einmaligkeit, dass ich das überhaupt nicht mit heutigen Strukturen irgendwie vergleichen würde. Trotzdem finde ich, es gibt ein paar Ähnlichkeiten. Ein bisschen, dass die junge Generation ein bisschen wohlstandsverwöhnt natürlich auch, die das ihnen auch erlaubt, auf die Straße zu gehen. Ich finde entscheidend auch, dass gerade wenn man es zum Beispiel mit Fridays for Future vergleicht, auch, dass es ein bisschen junges Klientel ist, das vielleicht auch aus einem liberalen, progressiven Rückhalt irgendwie ein bisschen kommt. Und klar, es ist natürlich auch eine globale Bewegung in gewisser Hinsicht. Also die Vergangenheit, Aufarbeitung damals ist heute ein bisschen in die Zukunft gerichtet und heute geht es um globale Zukunftsmöglichmachung. Herr Görtemarker, lassen Sie uns noch mal so ein bisschen in die Zeit schauen, wo die Ursachen des Aufbegehrens eigentlich begonnen haben. 1963 war Adenauer Bundeskanzler. Die gesamten 50er Jahre waren geprägt vom Wiederaufbau, vom Wohlstandserlangen. Also man wollte gerne konsumieren. Wann begann eigentlich da die Zeit des Mehltaus? Gab es da ein besonderes Ereignis? Naja, die Adenauer-Ära war natürlich sehr lang gewesen, überlang gewesen. Viele haben eben schon gedacht, dass er Ende der 50er Jahre zurücktreten würde und er hat dann bis 1963 ja das Amt ausgeübt. Und dann kam mit Erhard natürlich eine eher schwache Figur und dann die Große Koalition. Das war ja für viele ein Schock und das war wirklich eine Große Koalition im Vergleich zu heute, denn die FDP war ja eine ganz kleine Partei mit knapp über 5%, das heißt also 95%.
5% der Abgeordneten gehörten dieser Regierungskoalition an. Also das war im Grunde eine ganz außergewöhnliche Situation. Hinzu kam, dass wir natürlich mit dem damaligen Bundeskanzler Kurt Georg Kiesinger jemanden hatten, der 1933 auch in die NSDAP eingetreten war. Das darf man auch nicht vergessen. Und diese Koalition packte dann auch noch umstrittene Reformen an, wie beispielsweise die Notstandsgesetzgebung, sodass viele das Gefühl hatten, wir landen in einem neuen Faschismus, wie man das damals sagte. Also der Nationalsozialismus steht auf. Zugleich muss man aber sagen, dass das ja nicht nur eine deutsche Bewegung ist. Wir haben in den 60er Jahren eine sehr unruhige Zeit, auch in vielen anderen Ländern, nicht nur in Amerika wegen des Vietnamkrieges, sondern es gab die Provus-Bewegung in den Niederlanden, es gab die Hippie-Bewegung natürlich. Das heißt also, der Aufbruch der Jugend, eine Art Kulturrevolution gegen die Sattheit der 50er Jahre, war eigentlich überall zu spüren. Und in Deutschland hat das diese spezielle Komponente, dass wir natürlich aufgrund der nationalsozialistischen Vergangenheit hier unter besonderem Druck standen. Und insofern ist es eben tatsächlich auch das Aufbegehren einer neuen Generation gegen die Generation der Väter, die noch eben im Dritten Reich eine Rolle gespielt hatten. Herr Kraushall, Herr Görtemacker hat es gerade gesagt, es war vor allen Dingen ein Aufbegehren der Jungen gegen die ältere Generation, die zu Zeiten des Nationalsozialismus dort engagiert waren und die einfach Fragen gestellt haben, was habt ihr damals gemacht? War das, würden Sie sagen, ein klassischer Generationenkonflikt? War das eher eine elitäre Frage, die auch an den Universitäten gestellt wurde? Wie breit war das aufgestellt? Also ich erinnere mich sehr genau daran, im ersten Semester an der Universität Frankfurt eine Veranstaltung des späteren hessischen Kultusministers Ludwig von Friedeburg erlebt zu haben zum Thema Jugend in der modernen Gesellschaft. Und da wurde von ihm die These, dass es sich um einen Generationenkonflikt handeln würde, vertreten, was sich nämlich mit der Studentenbewegung damals abspielte, vor seinen eigenen Augen und im eigenen Hörsaal, in Seminaren und so weiter. Und die Antwort derjenigen, die dort als Zuhörer saßen, bestand darin, dass er mit Tomaten eingedeckt worden ist. Also man wollte das einfach nicht hören. Man wollte sich sozusagen nicht auf einen Generationenkonflikt und damit auf ein Schema herunterdekliniert wissen, das es ohnehin schon immer gegeben hat und insofern dem Anspruch widersprochen hätte, dass etwas Neuartiges da zum Ausdruck gebracht worden ist. Und es war in der Tat etwas Neuartiges, denn die Proteste gründeten ja nicht in Armut, Mangel, Hunger oder sonstigen ganz kruden materiellen Ausgangsbedingungen, sondern es basierte eigentlich alles auf dieser Wohlstandsgesellschaft, die man in gewisser Weise auch in Frage gestellt hat. Man hat natürlich im Nachhinein all die Jahre, die seit 1949, seit der Gründung der Bundesrepublik durchs Land gegangen waren, in Frage gestellt. Und wenn man das zusammenfassen wollte, müsste man davon ausgehen, dass wir es mit einer tiefreichenden Vertrauenskrise gegenüber auch den demokratischen Institutionen zu tun hatten. Aber ich weigere mich oder ich zögere etwas zumindest, das Ganze als einen Generationenkonflikt zu bezeichnen. Denn diejenigen, die damals auf die Straßen gegangen sind, um zu protestieren, zu demonstrieren, waren viel zu wenig, als dass sie eine ganze Generation hätten ausmachen können. Das Ganze hatte zwar ein generationsspezifisches Echo und insofern ist sozusagen diese Frontstellung gegenüber der Erwachsenen, der eigenen Elterngeneration, das ist natürlich richtig, das zu sehen. Aber es ist bei weitem nicht so weit ausholend gewesen, dass man von einem richtigen Generationenkonflikt hätte sprechen können. Und es gibt noch ein Motiv, das man dabei erwähnen sollte. Diejenigen, die damals sozusagen die Proteste artikuliert haben, wollten sich sehr viel eher als Ausdruck eines Klassenkonfliktes begreifen, was natürlich eine sehr weit holende Interpretation gewesen wäre und wo man große Zweifel anbringen wenn ich könnte. Da so gerade noch, ich weiß schon, dass Sie genau darauf antworten wollen. Also es waren vor allen Dingen ja junge Leute, es waren Studenten, die auf die Straße gegangen sind. Und da wurde ja sehr oft, die wurden ja sehr oft dann auch als kommunistische Propaganda gezielt angegriffen. Oder es wurde gesagt, das ist von der DDR gesteuert. Geh doch rüber, war und, immer genau, das Argument. Sie wurden diffamiert, die auf die Straße gingen. Welche Rolle spielte denn zum Beispiel der Kalte Krieg in dieser Zeit? Also das möchte unterstreichen, was Herr Gosshardt gerade gesagt hat. Man kann eigentlich nicht sagen, dass es nur ein Generationenkonflikt war, sondern, und das wird ja eben schon deutlich, jemand wie Fritz Bauer
jemand wie Georg August Zinn, jemand wie Willy Brandt oder diejenigen, ich bin nur von Frankfurt auch geprägt, die in Frankfurt, sagen wir mal, als im oppositionell im Widerstand waren. Das waren alles, oder unser früherer Wiesbadener Oberbürgermeister Georg Buch, das waren alles Leute, die für ihre Überzeugung im KZ waren oder verfolgt worden sind. Und das waren unsere Bezugspunkte. Und insofern sind es unterschiedliche, in Anführungszeichen, Traditionslinien, die da, und das Gute war, dass eben die junge Generation sich auf diese Seite gestellt hat und diese demokratische Tradition in Deutschland da zum Tragen gebracht hat. In der Tat, aber wie gesagt, das Argument, wenn man politische Fragen diskutiert hat, dass man so schnell diffamiert wurde. Wie gesagt, also ich kann mich erinnern, ich war Rüsselsheimer Stadtverordnete unter anderem, wenn da die Frage Kinderbetreuung diskutiert worden ist, haben die gesagt, ja, geh doch rüber in der DDR, da ist ja alles. Also, welche Rolle spielte denn da die ideologische Auseinandersetzung zwischen den beiden Deutschlands? Also ich denke, das hat sich eigentlich mehr in der Frage der Außenpolitik dann, wenn ich gehe jetzt mal nicht auf die innenpolitische Situation ein, mehr in der Außenpolitik erstmal niedergeschlagen und dann durch die Ost- und Entspannungspolitik und Willy Brandts Politik ist das ja ein Stück auch durchbrochen worden. Und das war in so neue Situation natürlich der Friedens- und Außenpolitik. Mhm. Frau Kinner, das wird ja oft gesagt, dass wir heute wieder von einer Art Spaltung der Gesellschaft sprechen. Oftmals wird genau dieses benutzt. Würden Sie sagen, dass es damals eine ähnliche Spaltung der Gesellschaft hat? Inwiefern kann man das vergleichen? Ja, ich habe damals nicht gelebt, deswegen kann ich das natürlich nicht so beurteilen. Ich glaube, dass, also ich stelle mir vor, dass es damals sehr viel polarisierter war durch die historische Auseinandersetzung. Ich glaube, dass heute, wenn es heute Proteste gibt, wenn es heute eine Spaltung gibt, dann hat es etwas damit zu tun, dass Staatsapparate, Parteien vielleicht gar nicht mehr adäquat abbilden, wie soziale Orte gerade funktionieren, wie man sich in was wiederfindet. Ich bin ganz häufig in Technologiediskussionen und erkenne da aber keine richtige Unterscheidbarkeit in den Grundsatzprogrammen der Parteien zum Beispiel wieder. Ich kenne viele Leute aus meiner Generation, die sagen, ich bin liberal und pragmatisch und ich weiß jetzt nicht genau, ob ich zu den Jusos oder zur Jungen Union gehöre. Wenn man sich anguckt, wie zum Beispiel die Junge Union, die ja einfach ein ganz großer Jugendverband ist, wie sie bis zuletzt von dem Rezo-Video gar nicht so viel verstanden hatte, gar nicht reingebunden hat in die Leute, die bei Fridays for Future irgendwie mit demonstrieren. Da sieht man ja schon eine gewisse Art von Befremdnis zwischen diesen klassischen politischen Orten und einfach einer jungen Generation, die sich organisch neu entwickelt und ganz neue Weltbilder mitbringt, die vielleicht viel versöhnlicher mit einer sozialen Marktwirtschaft argumentieren und die bei den Umweltfragen zum Beispiel gar nicht in diesem Klassenkampf von irgendwie links gegen oben sich wiederfinden, sondern die sagen, die Europäische Union hat eine Recyclingquote von 20%, da muss man mehr Technologie machen, es braucht eine Start-up-Förderung für grüne Start-ups. Und da finde ich das nicht mehr so direkt widerspiegelbar in Schwarz und Rot eigentlich. Auch nicht, wenn Sie weltanschauliche Differenzen zum Beispiel durch das Aufkommen und Erstarken der AfD betrachten? Das ist noch mal ein ganz anderes Thema. Ich finde, dass wir mit einer zunehmenden Individualisierung der Gesellschaft eben nicht mehr so einfach sagen können, die einen stehen für Arbeit und die wählen Rot, die einen stehen für Kapital, die wählen Schwarz, sondern da hat es etwas mit der Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse zu tun, mit dem Provinziellen, mit dem Urbanen, mit auch Generationenfragen. Da hat es auch was damit zu tun, dass vor allem in den östlichen Regionen sich die Kneipe nicht mehr auszahlt, die Feuerwehr verschwindet, das Gesicht des Staatsbürgerlichen auch verschwindet. Wenn sich Dinge schnell verändern, dann sucht man nach einem Vakuum von Identität und Heimat. Da schlägt dann so eine Folklore natürlich auch rein. Und ich finde, dass das ein bisschen zu komplex ist und viel mehr mit Modernisierungsprozessen zu tun hat. Mhm. Herr Görtemarker, wenn wir nochmal auf das schauen, was Sie eben schon mal kurz erwähnt haben, nämlich die Große Koalition, kann man sagen, diese Große Koalition war auch ein Stück weit eine Art Sündenfall?
Naja, das würde ich nicht sagen. Also viele waren ja der Meinung, 1966, als die Große Koalition gebildet wurde, dass aufgrund der wirtschaftlichen Rezession tatsächlich die Bundesrepublik vor einem großen Problem stehen würde. Und natürlich malte man immer gleich die Weltwirtschaftskrise an die Wand, was natürlich völlig überzogen war. Und die SPD allerdings wollte gerne auch ihre Regierungsfähigkeit beweisen. Herbert Wehner hat da eine sehr konstruktive Rolle gespielt und er wollte in diese Große Koalition übrigens nicht erst 1966, sondern schon sehr viel früher, Anfang der 60er Jahre, was ihm da nicht gelungen ist. Aber wozu die Große Koalition geführt hat, das ist interessant. Ich würde eben auch sagen, es ist eben nicht nur ein Generationenkonflikt, aber es ist natürlich auch eine Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit. Natürlich. Und Georg Augustin oder Fritz Bauer waren natürlich Ausnahmen. Die große Mehrheit der Deutschen hat sich natürlich dieser Auseinandersetzung mit der Vergangenheit eben nicht gestellt. Und wir haben eben neben Kiesinger als einem frühen NSDAP-Parteimitglied natürlich auch die Diskussion um Heinrich Lübcke, den sogenannten KZ-Baumeister. Das mag zwar alles unfair gewesen sein, aber das war damals real. Und dann packt diese Koalition dann Reformen an, wie die Notstandsgesetzgebung, die auch umstritten sind. Das heißt also, hier hat man schon das Gefühl, dass die Vergangenheit zurückkehrt. Und insofern ist das natürlich, wenn Sie so wollen, schon ein Sündenfall, aber auch eine pragmatische Lösung. Viel wichtiger aber als das ist, glaube ich, das, was Herr Kraus ganz am Anfang sagte, dass man diese Große Koalition als Teil eines grundlegenden gesellschaftlichen Veränderungsprozesses sehen muss, der vielleicht sogar nicht erst 67, sondern schon früher einsetzt, aber jedenfalls Mitte der 60er Jahre und dass sich dadurch die Gesellschaft verändert. Sie wird demokratischer, basisdemokratischer. Natürlich kommen auch neue politische Kräfte ins Spiel. Die Grünen entstehen langsam, die Alternativszene entsteht. Das sind alles Entwicklungen, die natürlich die Gesellschaft verändern. Und hier spielt natürlich Willy Brandt eine wichtige Rolle. Übrigens auch der damalige Bundespräsident Gustav Heinemann. Und dieses Wort von mehr Demokratie wagen ist ja direkt auf die Große Koalition gemünzt gewesen. Das heißt, man wollte eben aus dieser Großen Koalition raus. Das war natürlich auch sehr notwendig, weil das tatsächlich zu einer Gefahr für die Demokratie geworden wäre, wenn man sie fortgesetzt hätte, wie das übrigens Herbert Wehner und Helmut Schmidt wollten. Brandt war ja sehr mutig, mit sehr kleinen Mehrheitsverhältnissen diesen Schritt zu wagen, aber hat sich ausgezahlt, weil dadurch natürlich ein großer Teil dieser aufbegehrenden jungen Generation in die politische Klasse sozusagen wieder einbezogen wurde. Viele sind damals in die SPD eingetreten das hat sich natürlich dann eben auch sehr positiv für die Demokratieentwicklung in der Bundesrepublik ausgezahlt. Herr Kraus, wenn wir das gerade hören über die Große Koalition, 95% der Abgeordneten waren sozusagen in den Regierungsparteien. Das war auch die Initialzündung eigentlich für die APO, für die außenparlamentarische Opposition, oder? Also zumindest für einen, der auch die Parole von der APO als erstes in die Presse, in die Öffentlichkeit in gewisser Weise gepustet hat, nämlich Rudi Dutschke. Rudi Dutschke hatte am 10. Dezember 1966 dazu aufgerufen, eine außerparlamentarische Opposition auf die Beine stellen zu sollen. Und die Große Koalition war ja am 1. Dezember gebildet worden. Das heißt, das war der Beginn, ja. Und ich glaube aber, dass wenn man über die Große Koalition als Ganzes spricht und hier auch die unterschiedlich akzentuierten Bewertungen da einnimmt, es ist in der Tat so etwas gewesen wie aus der Perspektive von Herbert Wehner, wie der Versuch, eine sozialdemokratische Regierung anzusteuern. Und Wehner hatte sich einfach gesagt, wir müssen da durch. Um an die Macht zu kommen, ist das eine Zwischenphase. Und wenn wir das geschafft haben, geht das. Aber das große Problem bestand darin, dass die Bildung der sozialliberalen Koalition dann nach den Bundestagswahlen am 28. September 1969 so etwas war wie ein Ritt auf der Rasierklinge. Aufgrund dieser unglaublich schwachen Mehrheit von 5 Abgeordneten, von 5 Mandaten und der Gefährdung dadurch, dass ständig bestimmte Freidemokraten dabei waren, von der Schippe zu springen und diese Koalition einfach gefährdeten, hochgradig gefährdeten. Das ist ein Prozess, der anhielt ja bis zum Misstrauensvotum 1972 und man kann sagen, dass diese ganze Zeitphase, in der sich ja innen- und außenpolitische Motive dann natürlich durch die neue Ostpolitik und
dass sich dagegen stemmen durch die Union, durch die Vertriebenenverbände und so weiter und so fort, unglaublich spannungsgeladen war. Und es war enorm schwierig, überhaupt strategisch Politik zu machen. Und das, was die damalige sozialliberale Koalition versucht hat, war ja sozusagen ein großer Wurf. Und zwar innenpolitisch durch eine Reformagenda, mehr Demokratie wagen, war ja die Parole von Willy Brandt in der Regierungserklärung gewesen. Aber natürlich auch durch die Entspannungspolitik und durch die Versöhnungspolitik, insbesondere gegenüber den osteuropäischen Staaten vertraglich eingebunden. Und das wiederum hat an etwas gerührt, was in der Tiefe mit dem Nationalsozialismus und der nicht hinreichenden Aufarbeitung der NS-Vergangenheit enorm zu tun hatte. Denn warum hat man sich im Kern dagegen gestemmt, die Oder-Neiße-Grenze anzuerkennen? Das war sozusagen, diese Anerkennung war der Garant für eine solche Nachkriegsordnung. Und zwar deshalb, weil man einfach nicht von diesem Bild einer anderen Grenzoption lassen wollte und einer anderen Deutschlandvorstellung. Und das war sozusagen das Pulver in diesem Spannungsgehalt. Und daran kann man erkennen, dass die damalige deutsche Gesellschaft noch sehr, sehr gespalten war. Und das, was die sozialliberale Koalition der Willy Brandt versucht hat, war so etwas wie der Versuch eines Sprungs nach vorn, aber bei dem völlig unklar war, wie weit er reichen würde und ob das insgesamt überhaupt gelingen könnte. Ich würde gerne noch mal ganz kurz bei der Großen Koalition bleiben. Wie sehr war denn die SPD gespalten in der Zeit und wie war die Rolle von Willy Brandt? Ich muss gestehen, ich habe ihn in der Zeit nicht so gut gekannt, wie das nachher der Fall war. Insgesamt war die SPD-Basis natürlich empört, dann auch mit Leuten zusammen zu sitzen, die ja eben auch hier genannt worden sind. Aber ich glaube, wenn man jetzt noch mal überlegt, 69, und das schließt ja an das an, was die Kollegen jetzt gesagt haben. Ich habe jetzt noch mal nachgelesen, 1969 haben die Jungsozialisten sich ja auch als linke Organisation konstituiert. Das haben die Jungsozialisten jetzt gerade in einer Veranstaltung in München 50 Jahre danach noch mal wirklich gefeiert. Und man muss einfach sagen, die außerparlamentarische Bewegung oder überhaupt die Demokratisierungsbewegung in der Gesellschaft hat doch in letzter Konsequenz dazu geführt, dass es überhaupt eine Chance gab, dass Willy Brandt Kanzler wurde. Und insofern, und dass er dann auch vieles wieder aufgreifen konnte oder auch wieder gut machen konnte, was auch gegenüber den Nachbarn, er hat ja auch in seiner Regierungserklärung gesagt, wir wollen eine gute Nachbarschaft im Inneren und gute Nachbarn sein im Inneren und nach außen. Und dass jemand wie er in den Jahren 1970 eben mit dem Moskauer Vertrag und dann auch mit den anderen Verträgen und das sozusagen das aufgearbeitet hat und damit auch der Vergangenheit eine klare Ansage gemacht hat und dass er gekniet hat, um für die Schuld, die andere eigentlich zu tragen hatten, einzustehen. Das war einfach eine so große moralische und auch ethische Motivation, die vielen sich mitgeteilt hat. Es war kontrovers damals, kann ich mich durchaus erinnern, aber es hat doch eine Grundstimmung geprägt der guten Nachbarschaft nach außen und auch der Empathie, des Einfühlungsvermögen, welcher Schmerz verursacht worden war. Also das finde ich, sollte man einfach nochmal deutlich machen. Und das prägt ja über Jahrzehnte, wenn man überlegt, das hat ja geprägt vielleicht auch die Möglichkeit der Überwindung der europäischen Teilung, diese Prozesse. Es sind langfristige Prozesse, die noch 40, 50 Jahre danach wirken. Das muss uns, glaube ich, auch immer selbst klar sein, wie wir uns heute verhalten. Das hat Auswirkungen für die nächsten 10, 20, 30, 40, 50 Jahre.
Frau Kendall, ich würde gerne mal so ein bisschen Blick Große Koalition. Wir haben gehört, das war die erste Große Koalition. Es war ein Sonderfall, vielleicht sogar auch ein Sündenfall. Es war zumindest zu der Zeit mit 95% der Abgeordneten in den Regierungsparteien eine keine einfache Situation. Heute ist ja die Große Koalition für uns fast schon ein Stück weit Normalfall. Empfinden Sie das auch als einen Normalfall oder ist das eigentlich eher etwas, wo wir sagen, das ist eigentlich der Grund, dass man hier auch ähnlich vielleicht damals einen Protest auch außerhalb des Parlaments initiieren sollte oder müsste? Ja, ich finde die Frage der Großen Koalition jetzt auch gerade sehr interessant. Ich meine, die Parteienbilder, die haben sich ja auch auf gewisse Art und Weise nicht wirklich weiterentwickelt. Und es gibt viele Leute auch innerhalb der Parteien, die da keine Unterscheidbarkeiten mehr erkennen, die kein selbstbewusstes Agenda-Setting erkennen, die im Radio hören müssen, wofür meine eigene Partei eigentlich steht, weil sie sich selbst gar nicht mehr richtig zuordnen können. Und ich glaube schon, dass das viele Leute auch frustriert. Ich glaube, dass eine besonders junge Generation in Europa insgesamt einfach die soziale Marktwirtschaft kennt, insgesamt liberaler eingestellt ist, insgesamt pluralistischer eingestellt ist und eben mit diesen alten Traditionsbildern von ich bin Burschenschaftler oder ich bin irgendwie linker Aktivist, sich da einfach nicht richtig wiedererkennen. Und dass man dann, und ich finde, dass das nicht unbedingt nur eine Frage der politischen Entscheidung einer großen Koalition ist, sondern vielmehr etwas mit der Erlahmtheit der Reforminitiativen zu tun hat. Also unsere Staatsapparate insgesamt haben sich einfach, finde ich, nicht modernisiert und können deswegen auf einer inhaltlichen Ebene, auf einer Werteebene viele junge Menschen zum Beispiel gar nicht mehr abgreifen. Ich glaube auch, dass in der Großen Koalition zu wenig Agenda-Setting steckt und dass das eine junge Generation in Internetfragen, in Upload-Filterfragen, auch in Nachhaltigkeitsfragen natürlich motiviert, das irgendwie anders zu äußern. Ich finde, dass auch meiner Generation irgendwie anzulasten ist, dass sie Demokratie ungeübt ist in dem Sinne, dass sie gar nicht mehr so sehr offen für Kompromisse ist, sondern da reicht manchmal das kampagnenhafte, monothematische auf die Straße gehen und weiter wird das auch nicht verfolgt. Das ist mir bei Stuttgart 21 so sehr aufgefallen, als alle Freunde beim Protestieren irgendwie mit auf der Straße waren und als Heiner Geißler dann gefragt hat, wer möchte jetzt hier eigentlich mitarbeiten, waren sie alle wieder weg. Und das finde ich auch, dass man das meiner Generation anlasten muss, dass es nicht nur auf einem moralischen, eindeutigen, kompromisslosen Zweig bleiben darf, sondern dass es eben ums Austarieren von Interessenlagen gibt. Und das machen wir zu wenig. Was ich interessant finde, ist natürlich die Frage, nicht nur dieses disruptive Element links- oder grünlastig oder pluralistisch-lastig zu suchen, sondern eben auch zu gucken, ist nicht eine wahre Opposition die AfD geworden? Weil die AfD ja eben mit dem Narrativ rausgeht, dass die alle das Gleiche machen und die sind alle die Elite und wir sind die eigentliche Opposition. Und das zu bewerten und zu überlegen, welche Leute trauen dieser Richtung, das finde ich ist eine interessante Frage. Also ich glaube, dass die Frage der Glaubwürdigkeit eine ganz zentrale Rolle spielt. Das war auch übrigens 1969 so. Willy Brandt hat es wirklich verstanden, jetzt nicht nur in der Außenpolitik, etwa durch den Kniefall von Warschau, den ja andere hätten eigentlich machen müssen, für Vertrauen zu sorgen im Ausland, sondern der auch im Inland natürlich für Vertrauen gesorgt hat, weil viele sich mit ihm, gerade auch der jüngeren Generation, identifizieren konnten. Und das ist natürlich etwas, was uns heute fehlt. Übrigens, was wir heute haben, ist keine große Koalition, um das nochmal gleich zu sagen. Das ist eine ganz normale Koalition, denn wir haben natürlich starke Oppositionsparteien, die es eben zwischen 66 und 69 eben nicht gab. Und 1969, und insofern ist dieses Bild vom Ritt auf der Rasierklinge natürlich sehr richtig. Das war wirklich sehr knapp und es hätte auch anders sein können. Was wir noch nicht gesagt haben, die NPD ist damals knapp an der 5%-Klausel gescheitert. Die FDP ist knapp drüber gekommen. Es hätte auch andersrum kommen können. Dann hätten wir eine völlig andere Situation gehabt. Das heißt also, wir hatten auch damals eine Glaubwürdigkeitskrise der Politik, obwohl die Große Koalition formal gesehen, etwa durch den Länderfinanzausgleich, sehr erfolgreich war. Aber es war eine Glaubwürdigkeitskrise und Willy Brandt hat es tatsächlich verstanden, mit sehr viel Empathie eben diese Glaubwürdigkeit wiederherzustellen. Und deswegen sind viele junge Leute damals eben auch mit großer Begeisterung in die SPD eingetreten und haben dazu beigetragen, wie Rudi Dutschka so schön formuliert hat, den Marsch durch die Institutionen anzutreten und durchaus mit Erfolg. Ich glaube, wir reden aber ein bisschen zu flach, wenn wir auf der Ebene Große Koalition diskutieren. Sondern wir bleiben am Thema 69 und Demokratie, mehr Demokratie wagen. Und wenn man dann sieht, muss man doch auch eine Reihe von Aspekten betrachten, die heute relevant sind. Also mehr Demokratie wagen heißt auch, dass man feststellen muss, dass es Bevölkerungsgruppen gibt,
die sich in Wahlen nicht mehr artikulieren oder dass es auch Gruppen gibt, die gar kein Wahlrecht haben, sich gar nicht in die politische Auseinandersetzung dann auch einbringen können. Und dass die dann den Eindruck haben, und das macht sich ja auch in der Wahlbeteiligung entsprechend deutlich. Und das heißt eigentlich, dass man sehen muss, dass man auch deren Situation, Stichwort wachsende Ungleichheit, deren Situation wirklich auch bei uns im Land ernst nehmen muss. Und natürlich, dass man auch zum Beispiel deutlich machen muss, dass es weniger vielleicht Begeisterung oder Engagement gibt, auch deshalb, weil ja die Basis, die auf die Einfluss genommen werden muss, eingeschränkter wird. Je globaler Prozesse sind, je transnationaler sie sind, umso schwieriger wird es. Deshalb ist es aus meiner Sicht wahnsinnig wichtig, dass man zum Beispiel diese Organisationen, die Nichtregierungsorganisationen, die sich jetzt um die Frage Nachhaltigkeitsziele, Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele engagieren und die über die Grenzen weggehen. Denn der Vorteil ist ja, wir haben heute ganz anders als damals halt ganz andere Möglichkeiten. Nichtsdestotrotz hat sich genau in dieser Zeit eigentlich, haben sich viele Nichtregierungsorganisationen gegründet und auch Bürgerinitiativen gegründet. In ja, dieser Zeit. Aber sind wir von 69 gesprungen, jetzt auf heute. Dazwischen gibt es eine Phase von Neoliberalismus, der ja nicht nur in der Ökonomie sich eingefressen hatte, sondern der sich auch im Bewusstsein von Menschen, der hat doch einen Großteil von Solidarität, die aus meiner Sicht mit mehr Demokratiewagen verbunden ist, hat doch einen Großteil von Solidarität im Grunde zerstört oder behindert. Und die Tendenz, Jugendlichen zu sagen, du musst deine Ellbogen gegen den Nachbarn einsetzen, damit du vorankommst, das sind doch noch Auswirkungen des Neoliberalismus im kulturellen Bereich, von dem ich hoffe, dass wir ihn überwinden können. Und auch da muss man eigentlich an Willy Brandt anschließen, der hat gesagt, unsere Gesellschaft muss geprägt sein von Gerechtigkeit und Demokratie und man muss sozusagen sehen, dass Solidarität auch die Chance mit den Schwächeren bedeutet, ihnen die Freiheit zu ermöglichen. Also ich denke, man muss doch diese gesellschaftlichen Zusammenhänge ein Stückchen betrachten, wenn wir jetzt über die Frage abstrakt große Koalition diskutieren. Ja. Zumal ja das keine große Koalition war, 69. Herr Krause. Ja, ich glaube, dass durch den Beitrag von Frau Wiczorek-Zoll deutlich geworden ist, dass es nicht ganz einfach ist, zusammen mit einem halben Jahrhundert im Rücken gegenwartsbezogen zu argumentieren. Aber ich denke, dass andererseits die Chance, das dennoch zu tun und hinzubekommen, sehr groß ist. Und zwar, wenn man zwei, wenn man so will, Parallelkonstruktionen, von denen hier hin und wieder die Rede gewesen ist, aufgreift und sie versucht, noch ein bisschen zu verdichten und zu konzentrieren. Und zwar erstens natürlich den Vergleich zwischen der damaligen Großen Koalition und den Großen Koalitionen, die es jetzt in den letzten Lauf des letzten Jahrzehnts gegeben hat. Und zum anderen den Vergleich zwischen der NPD damals und der AfD heute. Denn es gibt natürlich einen gravierenden Unterschied. Und Herr Görtemarker hatte das ja bereits angesprochen, der darin besteht, dass es der AfD ja gelungen ist, was der NPD damals misslungen war, nämlich in den Bundestag einzuziehen. Und wenn man sich zurückerinnert an die Konstellation in der Zeit zwischen 1966 und 1969, dort war es ja der NPD gelungen, als einer offensiven rechtsradikalen Partei in ein halbes Dutzend von Landtagen einzuziehen. Sie hatte beispielsweise in Baden-Württemberg im Mai 1968 9,8% der Stimmen errungen. Das war ja schon mit der AfD oder der späteren AfD ansatzweise vergleichbar. Und dennoch ist sie ganz knapp gescheitert mit 4,3%. Dass sie daran gescheitert ist, halte ich meiner Interpretation nach im Übrigen für das Resultat der Proteste der außerparlamentarischen Opposition. Ja.
Denn die APO hat, und das ist nicht einfach nur sozusagen eine Art von Erfolg, den man sich jetzt im Nachhinein meint, verbuchen zu können, sondern es hat einen Vorfall gegeben, und zwar am 16. September 1969 bei einer Demonstration gegen eine Kundgebung mit dem damaligen NPD-Vorsitzenden Adolf von Thadden. Und dabei hat ein Bodyguard von Adolf von Thadden Schusswaffen oder von seiner Schusswaffe Gebrauch gemacht und zwei der Demonstranten, zwei Schüler, angeschossen. Das hat den Schlussspurt der NPD unglaublich verhagelt, und wahrscheinlich sind dabei diese Prozentpunkte liegen geblieben, mit denen sie es ansonsten hätte schaffen können. Wäre das geschehen, wäre sie in den Bundestag eingezogen, hätte es definitiv keine sozialliberale Koalition geben können. Richtig. Die 70er Jahre wären ganz, ganz anders verlaufen. Mhm. Es hätte sicherlich auch Reformen, wie auch immer, unter einer Neuauflage der Großen Koalition oder auch der Christdemokraten und der Union gegeben. Also das weiß man nicht genau, aber es wäre ganz, ganz anders verlaufen. Wenn man jetzt den Sprung zur Gegenwart herstellt, dann ist ja was entschieden anderes, Differentes geschehen damit, dass es im Herbst 2017 der AfD gelungen ist, fast 100 Abgeordnete in den Bundestag hineinbringen zu können. Und seitdem haben wir so etwas wie eine Exekutiv-Findungs- oder Bildungskrise, die uns dazu geführt hat, dass es keine wirklich überzeugende Regierungskoalition gegeben hat. Der erste Versuch ist gescheitert, dann hat es die nochmalige Auflage einer Union-SPD-Koalition gegeben, die fast alle unzufrieden zurückgelassen hat. Das heißt, man verschleppt eigentlich einen Prozess, und zwar in der Auseinandersetzung mit dieser Form einer rechtspopulistischen Opposition, von der ja viele, die ansonsten auch nicht anfällig sind, für oberflächliche Einschätzungen davon ausgehen, dass sie tatsächlich mittlerweile den Status einer Volkspartei zumindest in den neuen Bundesländern eingenommen hat. Und sie konkurriert ja in der Tat bei den in diesem Jahr anstehenden Landtagswahlen tatsächlich um die Spitzenposition. Das heißt, wir haben jetzt eine enorme Herausforderung, und das ist anders als 1969. Und ich glaube, man muss sich darauf konzentrieren, das wirklich auch ernst zu nehmen und die Frage aufzuwerfen, wie unter den Voraussetzungen der repräsentativen Demokratie darauf angemessen und effektiv auch reagiert werden kann. Und ich halte es auch nicht für besonders hilfreich, jetzt von vornherein alles sozusagen unter dem Rubrum, dass es sich in Wirklichkeit um Neonazis handeln würde, zu argumentieren. Die AfD ist sicher eine sehr gemischte Partei, in der es ganz unterschiedliche Strömungen gibt, aber bei der dennoch eine Dynamik im Laufe der letzten Jahre sich abgespielt hat, die dahin ging, dass eigentlich gerade die Kräfte, die sehr weit rechts gestanden haben, letzten Endes immer wieder bestärkt oder verstärkt worden sind und zuvor mit dem Ausscheiden von Herrn Lucke, mit dem Ausscheiden von Frau Petri eigentlich die Kräfte, die für etwas anderes standen, halt sozusagen zurückgedrängt worden sind. Das heißt, wir haben wirklich sozusagen jetzt im parlamentarischen, unmittelbaren politischen Raum haben wir diese Herausforderung, und sie ist nicht einfach mehr sozusagen abzutun als eine sozusagen Protestpartei. Das waren zum Beispiel von Volker Bouffier im März 2016 noch die Beurteilungsformel dafür, dass es der AfD beispielsweise in Sachsen-Anhalt gelungen war, knapp 25% zu erreichen. Das ist wirklich etwas anderes, und darauf muss man reagieren. Und die Frage ist, und das kann man auch unter Rückbindung auf das, was sich vor 50 Jahren abgespielt hat, tun oder machen und veranstalten, wenn man sich vor Augen führt, wie das mit parlamentarischen Mitteln zu leisten ist. Schauen wir doch noch mal auf das Jahr 69, als die Große Koalition zerbrach, Willy Brandt dann Bundeskanzler wurde. Wir haben schon gesagt, es war eine sehr, sehr knappe Mehrheit, die er letztendlich im Bundestag dann hatte. Wie waghalsig oder wie riskant war das denn damals eigentlich? Naja, ich meine, wenn ein Regierungschef schon nach kurzer Zeit scheitert, weil einem die Mehrheit abhanden kommt, ist das natürlich immer sehr peinlich. Das war ja auch das Argument von Wehner. Aber letztlich hat er natürlich schon ganz wichtige Zeichen gesetzt, und zwar gerade in dem Sinne, wie das jetzt Herr Krauser auch gerade nochmal angedeutet hat. Ich will diese Parallele zu heute gar nicht ziehen, aber es ist natürlich unglaublich wichtig, dass die Parteien in der Lage sind, Kräfte in der Gesellschaft zu integrieren. Und diese Integrationskraft haben sie
heute verloren. Die CDU ist keine konservative Partei mehr, die SPD ist keine Arbeitnehmerpartei mehr. Sie haben ihre Profile verloren. Das heißt also, viele Wähler sind völlig verunsichert und wissen nicht, warum sie diese Parteien eben noch wählen sollen. Dazu kommt dann die Regierungsarbeit. Den Menschen geht zwar insgesamt sehr gut in der Gesellschaft, aber die Milieus haben sich so weit aufgefächert, dass die Parteien eben keine Antworten mehr haben. Und das war eben 1969 anders. Brandt war ja eigentlich, jetzt wollen wir nicht das hohe Lied singen, aber Brandt war ja gar nicht so erfolgreich. Er war erfolgreich in der Ostpolitik und Entspannungspolitik. Er hat große Anläufe gemacht, in mehr Demokratie wagen, aber wirtschaftlich beispielsweise war er überhaupt nicht erfolgreich. Ganz im Gegenteil. Er hat also eine grandiose Wirtschaft übernommen. Da waren alle Indikatoren im Plus. Als er zurücktrat, hatten wir eben hohe Arbeitslosigkeit, wir hatten Inflation, kein ausgewogenes Gleichgewicht, die Ölkrise. Ja, ist ja richtig. Ja. Ich sage nur. Ja. Und Helmut Schmidt trat dann an mit einem völlig neuen Konzept, also sagte, wir müssen jetzt sozusagen zu einer stabilen Politik zurückkehren. Das heißt, dieser Neuaufbruch, der ist dann so ein bisschen verpufft. Aber er war eben wichtig, weil damit tatsächlich diese Bindungswirkung in die Gesellschaft hinein wieder erfolgt ist. Und Helmut Schmidt war dann auf ganz andere Weise wiederum erfolgreich, weil er sozusagen als ein pragmatischer, vielleicht sogar auch opportunistischer, aber auf jeden Fall als ein pragmatischer Politiker viel Anklang in der Gesellschaft fand. Aber es gab die Reformagenda nicht mehr. Nein, aber die Reformagenda war weg, die war weg und insofern kommt dann eine ganz andere Zeit, die dann eben auch durch Kohl fortgesetzt wird, später in den 80er Jahren. Mhm. Das ist dann in der Tat etwas Neues und deswegen bin ich auch sehr vorsichtig, hier so direkte Linien zu ziehen. Das sollte man, glaube ich, nicht tun, das wäre sehr gefährlich. Auf jeden Fall, dieser Neuanlauf von Brandt war enorm wichtig, um diese Glaubwürdigkeit von Parteien und diese Bindungswirkung der Parteien wiederherzustellen. Wir haben ja schon öfter darüber gesprochen, Frau Pitscherek-Zoll, mehr Demokratie wagen, das war die große Überschrift bei Willy Brandt, hat er das wirklich eingelöst? Und mich würde auch interessieren, inwiefern ihn die Jusos dabei begleitet haben, unterstützt haben oder ihn sogar vielleicht ein bisschen getrieben haben. Also ich habe mir jetzt auch noch mal nachgelesen, wie die Jungsozialisten auf ihrem Kongress 1969 über die da gebildete sozialliberale Koalition gesprochen haben. Das war, ja, sagen wir mal, waren keine großen Begeisterungsstürme. Aber man muss eben noch mal sagen, es sind in dieser Phase der zerfallenen außerparlamentarischen Opposition, als manche dann in die K-Gruppen oder auch in andere Entwicklungen gegangen sind, hat der reformbereite Teil der Jugend sich bei den Jusos und in der SPD engagiert. Wir haben etwa 100.000 neue Mitglieder damals gewinnen können. Also insofern war das deutliche Unterstützung. Und wir haben auch zum Beispiel an ein Lied von Singen als Jungsozialisten auch diese Versöhnungsarbeit mit den osteuropäischen und auch russischen Jugendorganisationen dann leisten müssen und Veranstaltungen und Diskussionen dazu geführt. Und ich finde, man muss ja auch noch mal sagen, Wir lösen das jetzt so ein bisschen von der ökonomischen Situation ab. Wir haben ja eben schon gesagt, was war das Problem dann 1974. Und Ende der 70er Jahre begann, wie gesagt, der Neoliberalismus in einem Maße. Und die Konfrontation Ost-West nahm zu. Und da hat übrigens Willy Brandt nochmal eine Initiative unternommen, die, finde ich, überhaupt nicht mehr öffentlich gewürdigt wird, nämlich der sogenannte Nord-Süd-Bericht, das Überlebenssichern, wo wirklich alle Perspektiven drin sind, die wir auch heute wirklich nutzen und verwenden. Auch er spricht von der Weltinnenpolitik. Und man darf doch auch nicht vergessen, wie das Verhalten von so führenden Politikern prägen. Wenn man heute überlegt, was jemand wie Trump sagt oder Bolsonaro, welche verhängnisvolle Auswirkungen auf das Bewusstsein von Menschen, von Jugendlichen, das eigentlich haben muss, was man da alles sagen kann. Und Brandt hat da einfach Marksteine und Meilensteine gesetzt, die heute im Grunde eigentlich noch eingelöst werden müssen und die auch das Profil durchaus deutlich machen können. Ich bin durchaus, sagen wir mal, kritisch in der Frage gewesen, meines Erachtens, Stichwort Integration, hätte die Sozialdemokratie mit Helmut Schmidt durchaus das Thema
nicht nur Ausbeutung des Menschen verhindern, sondern Ausbeutung der Natur verhindern, auch aufgreifen müssen. Und das hätte eben eine ganz andere Integration auch bedeutet und wäre dann vielleicht auch, was andere, was die Grünen anlangt, eben nicht in dem Maße gewesen. Also insofern, wir müssen einfach auch sehen, welche langfristigen Auswirkungen es sind und nicht zu klagen, die haben heute alle keine Unterschiede mehr. Ja, meine Güte, die Nachhaltigkeit, die umzusetzen, die Frage, ob man mit dazu beiträgt, dass in der Welt mehr Transparenz existiert. Es ist auch für die Frage, ob Menschen sich ein Urteil heute bilden können über politische Prozesse, mehr Transparenz zu schaffen über die globalen Fragen, dass wir bei dem UN in der Klimapolitik so weit sind, hängt auch damit zusammen, dass wir eine kontinuierliche Berichterstattung des Weltklimarates haben und in den politischen Fragen auch Transparenz zu schaffen im Bereich der Finanzsysteme und der globalen Entwicklung. Das würde Menschen auch die Möglichkeit schaffen zu sagen, ja, ich will mich beteiligen. Und es ist doch toll, dass aber da viele... Aber dazu braucht man politische Führung. Und dieses Personalproblem, was die Parteien in einer massiven Weise haben, und zwar alle Parteien, führt natürlich dazu, dass solche Antworten nicht mehr gegeben werden. Und das war eben tatsächlich zu Zeiten von Willy Brandt anders. Der zur rechten Zeit sozusagen als Persönlichkeit das glaubwürdig vertrat. Ja, gibt es die heute nicht mehr, diese Persönlichkeit. Aber ich muss ehrlich sagen... Also das ist dann auch immer ein bisschen nachsichtig. Es ist ja nicht nur die Führungsebene. Es kommt auf die Mitglieder, auf die Menschen an. Jeder muss auch seine eigenen Aufgaben wahrnehmen. Braucht es auch Führungspersonal? Braucht auch Führungspersonal, aber das kann ich jetzt nicht an ein paar Namen festmachen. Ja. Ich finde, es ist auf jeden Fall ein strukturelles Problem. Junge Leute, die, keine Ahnung, im Auslandssemester sind, die können eben nicht im Anwesenheitszwang irgendwie in der Kommunalpolitik gerecht werden. Die sagen auch nicht nach dem Abitur, ich bleibe jetzt für 5 Jahre hier und sitze im Stadtrat. Das funktioniert alles nicht mehr. Die Leute sind eben manchmal monothematisch interessiert, die wollen kampagnenhaft mitmachen, die brauchen digitale Methoden, die wollen nicht 30 Jahre lang irgendwie Schriftführer im Vorstand sein. Und das verändert sich alles. Aber ich finde Ihren Punkt viel interessanter, ehrlicherweise, dass ich eben so eine programmatische irgendwie Enttäuschung da sehe. Und zwar, weil ich das Gefühl habe, dass die Unterscheidbarkeit dann nur noch inszeniert wird. Also wenn eine linke, ursprünglich linke Partei irgendwie was sagt, irgendwie wir finden die Abtreibungsgesetzgebung gut, dann hat der Konservative das Gefühl, um Unterscheidbarkeit zu inszenieren, brauche ich die Altmetapher, dass ich dagegen stehe. Das Gleiche wie bei homosexuellen Rechten. Und das, finde ich, ist so eine Inszenierung, die eigentlich organischen, modernen Debatten überhaupt nicht gerecht wird. Dabei hätten wir die. Ich habe in Großbritannien gearbeitet zum Thema Anti-Einsamkeit. Irgendwie, was ist das Sinnkonzept für eine alternde, demografisch irgendwie sich verändernde Gesellschaft? Das bleibt hier irgendwie, die Debatte bleiben wir schuldig. Und ich glaube, dass wir auf Basis unserer Werte, Fundamente eigentlich wieder komplett neue Unterscheidbarkeiten finden würden. Also es wäre ganz automatisch so, dass liberale, reformbedürftige oder reformfähige Parteien zu Technologie- und Maschinefragen ganz andere Bürgerrechte formulieren würden, als vielleicht pessimistische oder kulturpessimistische konservative Parteien. Aber dafür muss man sich auch mal trauen, diese neuen Debatten aufzumachen und nicht die alten einfach zu wiederholen. Ja, es ist richtig, dass die neuen Debatten geführt werden. Stichwort Nachhaltigkeitsziele. Ja, das ist das bestgehütete Geheimnis in der deutschen Politik, dass es die gibt, die globale Regeln für die gerechte Gestaltung der Globalisierung sind. Aber man muss natürlich auch eine Diskussion, die ist für mich halt doch entscheidend, wenn wir heute über die Frage mehr Demokratiewagen reden. Wir können doch nicht in einer Welt, in der die Gleichberechtigung von Frauen eher sogar behindert wird, in der wir haben bei den Nachhaltigkeitszielen ist ein Ziel, jede Diskriminierung von Frauen beseitigen. Bis 2030. Ja, wir haben aber eine Situation, in der ihr sexuelles Selbstbestimmungsrecht in Frage stellt. Wir haben in Deutschland die Lücke zwischen den Gehältern. Wir haben den Sachverhalt, über den viel zu wenig geredet wird, dass die Frauenrenten immer noch praktisch höchstens die Hälfte der Männerrente ausmachen, was mit ihrer bisherigen Rolle zu tun hat. So, und wir haben im Deutschen Bundestag einen Rückschritt bei der Repräsentation von Frauen. Wir sind bei 31, so und so viel Prozent gegenüber von vor 4 Jahren. Das heißt also, und das ist auch weiter meines Erachtens zu sehen, global
diese globale Verantwortung für die Frauenrechte, das ja, ist eine das ist Sache, alles, die für uns alle wichtig ist. Alles, warte mal, aber Herr Krauser hatte sich vorher, glaube ich, okay, gemeldet, da sind Sie noch mal dran. Ich glaube, man kann das, was Sie jetzt gerade gesagt haben, über die nach wie vor existierende Ungleichheit der Gerechte, der Geschlechter. Das ist das in der Tat ein unbestreitbares Faktum. Insofern ist ein solcher Vorstoß in der Debatte immer zutreffend. Aber ich würde es gerne verbinden mit dem zuvor bereits gestreiften Zusammenhang der Frage nach Galionsfiguren. Denn Willy Brandt spielt ja deshalb in dieser Diskussion eine so große Rolle, weil er jetzt im Nachhinein auch nochmal so gewürdigt wird als eine in gewisser Weise eine Ausnahmefigur der bundesdeutschen Politik. Und das ist vorhin schon deutlich geworden, als Sozialist, Exilant, Widerstandskämpfer wird jemand dann auf einmal Bundeskanzler. Und er hat das ja übrigens auch damals, 1969, ich glaube, am 28. Oktober, selber nochmal rekapituliert, indem er gesagt hat, und zwar nicht in seiner Regierungserklärung, sondern gegenüber ausländischen Journalisten: Jetzt erst ist Hitler richtig endgültig besiegt worden. Ja. Und ich bin kein Kanzler der besiegten Deutschen, sondern ein Kanzler der befreiten Deutschen. Also das, finde ich, ist eine unglaubliche Selbstinterpretation für diese Art von Zäsurcharakter. Ich würde dem zwar in der nachträglichen Bewertung dieser sozusagen dieses Einschnitts nicht auf derselben Ebene sozusagen gleichsetzen wollen oder einzuholen versuchen wollen. Aber ich glaube, dass dennoch wichtig, das in dieser Schärfe auch überhaupt mal in Erinnerung geführt zu haben. Das heißt, wir haben es mit jemandem zu tun, der eine unglaubliche Identifikationsfigur war, gleichzeitig aber aufgrund seiner persönlichen Charaktere ein relativ schwacher Kanzler. Denn er hat, was das pragmatische Handeln anbetraf, ein völlig anderes Naturell als Helmut Schmidt beispielsweise. Er war von Depressionen geplagt. Er hat manchmal eine ganze Woche lang hat er den Kabinettstisch überhaupt nicht gesehen. Das heißt, er hat Dinge an den Tag gelegt, die manchmal die Bundesregierung sozusagen auch in einem Manko hinterlassen hat. Das kann man nachlesen in allen möglichen. Ja, aber ich will auf was anderes eigentlich hinaus, nämlich den Punkt, dass wir heutzutage ja durch Greta Thunberg als die unangefochtene Galionsfigur von Fridays for Future eine ganz junge Frau, ein Schulmädchen, sagen manche, haben, die das repräsentiert. Und die Frage, die wir jetzt mit dieser Diskussion ja verbinden müssen, ist es eigentlich nötig, auf solche Galionsfiguren und Koryphäen zurückgreifen zu können, oder kann man darauf verzichten? Und der Punkt bei mir besteht darin, dass man das relativ gut vergleichen kann mit der Occupy-Bewegung, die wir ja alle noch in Erinnerung haben, 2011, 2012, gegen die Banken- und Finanzkrise war sie angetreten. Und insbesondere hier in der Bundesrepublik Deutschland haben sich die Aktivisten sehr stark für Basisdemokratie ins Zeug gelegt, haben die Assemblea gepflegt, sozusagen die Basisdemokratie in der Versammlung, aber haben sich geweigert, auf Teufel komm raus, irgendjemanden nach außen heraus oder hervortreten zu lassen als Galionsfigur. Und das war zum Nachteil dieser Bewegung, weil ich glaube, wenn man bestimmte Emotionen auch binden will, eine bestimmte Empathie binden will, bedarf es auch bestimmter Figuren, die dann auch für etwas stehen, die eine Art von Legitimationsressource enthalten, mit der sich zumindest die Mehrheit dieser Mobilisierten einer Bewegung identifizieren kann. Und das war sicherlich bei Willy Brandt der Fall. Und ob es heute in der Politik überhaupt noch der Fall ist, darf man, und da würde ich Ihnen sehr recht geben, sehr stark bezweifeln. Und vielleicht ist das auch der große Nachteil gegenüber rechtspopulistischen Strömungen, weil die Salvini in Italien hat das vorgemacht, auf einmal nach vorne preschen und offenbar in der Lage sind, eine Stimmung abzugreifen und die zu instrumentalisieren. Es ist nicht das Modell, nach dem ich jetzt diese Politik umgewirkt sehen möchte, aber man sollte das miteinander vergleichen und kritisch in Relation stellen, weil ansonsten machen wir uns was vor. Ich muss allerdings sagen, Frau Wittschek, die Sendung ist nicht quasi zu Ende, aber ich gebe Ihnen zuerst das Wort. Nein, ich wollte an der Stelle noch mal sagen, ich glaube, das ist eine Fehlinterpretation. Willy Brandt war stark, weil er nicht autoritär war.
Der war, das ist noch was anderes. Der, ja, eine andere Frage. Ob er autoritär? Ja, aber nein, als Typus, nachdem wir sozusagen in Deutschland zu lange die starken Männer alle gesehen haben, war das ein wirklich, und das hat auch die Identifikation mit ihm möglich gemacht. Das mag sicherlich auch sein. Aber das andere ist halt, dass er inaktiv war, aufgrund von persönlichen Gründen. Das spielt auch eine Rolle. Aber gut. Ich bedanke mich sehr herzlich für die sehr engagierte Diskussion. Wir haben uns ein Stück weit in das Jahr 1969 oder in die 60er Jahre zurückversetzt und sind auch doch immer wieder im Heute gelandet. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Ihnen fürs Zuschauen und bei Ihnen herzlichen Dank für die Diskussion.